Hallo Leute und herzlich willkommen zu Ori and the Blind Forest. Ich hab's einfach gestartet, ich hab einfach jetzt gar nicht geguckt, ob ich. Ah, ich kann's auf dem Controller spielen, alles klar. Okay, dann schauen wir erstmal nach den Einstellungen. Ich hab, wie gesagt, ich hab's einfach gestartet gerade. okay, Steuerung. Ah, okay. Das sieht ganz gut aus, bestenlisten. Ich würde ganz gerne die, Musik vielleicht ein bisschen leiser machen. Ja, das passt, glaube ich, soweit ich das sehe, ganz gut. Gut. Dann starten wir einfach mal ein neues Spiel. Ja. Platz 1 ist ganz gut. Okay, wir sind jetzt wohl der dicke Schwabbel hier. Ist das jetzt Ori? Ich weiß es nicht. Schwalbennest, okay. Kann ich jetzt irgendwie. Ich kann nur. Das ist die Steuerung, ist ja sehr geil. Also diese Sprunganimation ist echt der Burner. Okay. Ich nehme an, wir müssen jetzt dieses Blatt finden. Da ist es. Denn? Hallo? Oh. Bin du so etuto? Oder ist das Ori? Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden. Oh, ich kann laufen. Oh mein Gott, ist das süß. Wer sind wir denn jetzt? Also, man sagt hier am Anfang als Ori mit dem Wind irgendwie was. Ich nehme an, dass das hier Ori ist und das andere. Wie hieß es jetzt nochmal? Ah. Oh. Jetzt hat ja gerade Ori geschrien, ne? Hey! Oh! Oh mein Gott! X. Oh, jetzt. Okay. Aha. Kann ich schaukeln? Kann ich. Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Kann ich hier nicht schaukeln oder sowas? Achso, hier kann ich Stau trinken. Okay. Ich. Was kann ich denn jetzt machen? Hä? Verstehe ich nicht. Sehe ich, dass ich nicht schaukeln darf? Nö. Ich kann nur springen. Aber hier komme ich ja nicht weiter. Ich bin ja zu dick dafür. Okay, dann gehen wir mal zurück in die Höhle. Ich dürfte schaukeln, aber... Okay. Was sollen denn die Xe auf den Bäumen... Was kann ich tun? Bitte, was muss ich tun? Hallo? Tutorial? Hilfe?
Ich kann nur springen, aber ich muss doch bestimmt irgendwas mit der Schaukel machen. Oder kann ich hier nach oben gehen? Nee. Hä? Da hätte man ja mal vorher drauf kommen können. Okay, sehr idyllisch alles hier. Hä? Was ist da? Ah, noch mehr Bäume mit Beeren. Das bedeuten die X'e. Ach, wie cool. Was ist jetzt? Ah, ich kann auf einmal. Kommst du mit? Hallo? Also hier kann ich wohl nicht lang. Ich leuchte, guck mal, ich leuchte so ein bisschen wie so ein Licht. Ach, wenn das schon so anfängt, habe ich ja keinen Bock weiterzulaufen. Ich sehe kein flammendes Licht. Hinten wahrscheinlich. Oh oh. Oh, er ist ganz schlapp. Oder sie? Oh nein. Okay. Erinnerung wahrscheinlich an eine bessere Zeit. Eine viel, viel bessere Zeit. Oh ja. Was ist denn jetzt passiert? Gebäck. Thank you.
Aber... Okay, ich kann wieder spielen. Ich mag gar nichts sagen. Oh Gott. Ach Mensch, das Arme, was auch immer es ist. Also ich schätze mal, dass das Ori ist und... Ja, unser Freund, Mutterersatz, ich weiß es nicht, was es genau war, ist jetzt tot. Leider. Und wir müssen zu dieser mysteriösen, unheimlichen Stimme. Oh Mann. Na komm. Oh, oh, oh. Lebst noch? Was? Okay. Also wir sind jetzt quasi gestorben, haben den Baum wieder geweckt, wiederbelebt, Entschuldigung, und leben jetzt wieder. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay. Halte A gedrückt, um höher zu springen. Halte A gedrückt. Halte A gedrückt. Nee. Ah, okay. Waldsenke. Und ich bin fast gestorben. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Oder ist das der Rückweg? Könnte der Rückweg sein. Au, das tut weh. Das sieht wahrscheinlich wirklich nach Rückweg aus dann. Halte nach... Okay. Und ich werde vorhin durch zu... Ah. Aber ich will dann nochmal hoch. Da ist bestimmt noch was. Da leuchtet es. Du hast
ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem Lüb hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitspunkte zu sammeln. Okay. Kann ich da runter? Ohne mir weh zu. Jetzt habe ich hier so ein Blatt. Da komme ich nicht weiter. Sind Stacheln. Hallo? Hallo? Was ist das? Kann das hier irgendwas? Ja, es kann kaputt gehen. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay, kann das. Ist das hier auch noch irgendwie sowas? Nee. Das ist wahrscheinlich nur Deko. So, was ist das hier? Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Halte B gedrückt, um deine Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Ach, das ist ja verrückt. Das kann ich nur machen, wenn diese Energieleiste voll ist, ja? Ich dachte, das speichert automatisch. Wow, was ist das? Was macht es? Hilfe! Was? Hier! Oh. Oh mein Gott! Du hast etwas geisterlich gefunden. Wenn du den füllst, erhältst du deine Fertigkeitspunkte. Ich nehme an, ich brauche noch 1, 2, 3, um Level 1 zu kriegen. Ich weiß es nicht genau. Ist hier unten? Da unten ist noch was. Du hast den Fähigkeitspunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in der Nähe. Hä? Ah, okay, das ist so ein bisschen wie bei Child of Light, dass man hier diese Fertigkeit oder Fähigkeiten Baum heißt es hier. Und jetzt kann ich mir hier was aussuchen, ja? Was geht denn? Geistermagnet. Die meisten Sammelwerte werden nun von Ori angezogen. Flammsalve. Ermöglicht es dir, 3 Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Wieder erwecken. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindung und verkürzt die Abkühlzeit. Hä? Ich habe noch ganz ehrlich keine Ahnung, was ich hier genau machen muss. Ich möchte gerne Flammen werfen. Finde ich super. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Drücke X, um das Licht aufzunehmen. Oh, okay. Ach. Okay. Ich war jetzt gerade abgelenkt. Was ist hier? Ja, habe ich doch. Das ist ja cool. Hab ich irgendwie so ein. Ach, ich bin gestorben, ja? Weh! Achso, ist tot. Das nervt mit dem. Weh! Okay. Du hast eine Energieschule gefunden. Energieschule stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Äh.
Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden, vor uns liegt ein Weg. Okay. Was ist? Nee. Wo muss ich jetzt hin? Drücke für Karte. Was ist denn das da jetzt da, was da so leuchtet? Waldsenke. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ach, warte, wahrscheinlich da oben rum. Okay. Ich kann da jetzt kämpfen. Ach, das Ding kann die kaputt machen. Oh, wie cool. Komm her. Okay. Okay, super. Was ist das denn da? Das ist doch auch wieder so irgendwie was, oder? Ah, okay. Spiel gespeichert. Machen wir einfach mal, ne? Oh, ich sterbe! Ich bin ertrunken. Ich dachte... ich könnte da wieder raus, aber das ist wohl nicht so möglich. Da komme ich noch nicht ran. Ah, jetzt komme ich bestimmt hier lang, ne? Alter, Wow. Was kann das da? Geisterpolder sind uralte Strukturen, die durch die Wurzeln des Geisterbaums verbunden sind. Nutze ihr Licht, um deine Kraft zu erneuern, wann immer du erschöpft bist. Kann ich da reinspringen? Cool. Drücke und... Okay, wie komme ich da hoch? Ich will da hoch. Mann. Okay, ich hab... Kann ich jetzt nicht... Ich kann jetzt nur speichern. Okay. Na, stirb. Okay. Aber da unten kam ich jetzt nicht hin, ne? Wartet. Und hopp. Und hier nochmal zurück. Wurde ich doch getroffen. So, hier. Und dann hier. Wieso trifft mich das Viech die ganze Zeit? Ich bin vor allem schon wieder tot. Was ist das? Was ist das? Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine benötigt wird. Oder nötig ist. Okay. Muss ich jetzt zu diesem Tor zurück? Dass ich das erst aktivieren muss, wenn ich diese Steine habe? Oder wie? Darf ich das jetzt verstehen? Ich gehe nochmal da runter. Nein. Hä? Drücke X, um dieses Geisterwort zu aktivieren und den Spielzeug zu speichern. Ja, habe ich doch. Ich verstehe das nicht. Was muss ich tun? Geisterflamme. Drücke X, um meine Geisterflamme zu nutzen. Gesperrt, okay. Was haben wir denn da? Spielstand 22. Achso, ich sollte meinen Part beenden, ne? Ja, werde ich mal machen. Ich bin ja am Aufnehmen. Ich war so geflasht von dem Spiel. Ja gut, dann, gespeichert habe ich ja jetzt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!